Wenn ich jetzt aufstehe und meinen Kaffee hole, bricht hier auf die Hölle los. Nee, es hat sich nur so angehört. So. Das hier müsste ja noch meine Kiste sein hier, ne? Man munkelt, oder? Das ist meine? Vielleicht verwirrt. Ja, das ist Online-Server, ne? Oder war der hier meine? Scheiße. Nee. Skizzy-Mobil. Okay. Ich nehme an, dass es meins war. Ich habe das letzte Mal, ja, wollte ich aber hier parken, da bin ich erstmal gegen die Mauer gefahren. Hat ja keiner gesehen. Wahrscheinlich hat es jeder gesehen. Aber die Beweise habe ich vernichtet. Ich möchte in vertraute Gefilde und ich habe was vor. So als kleinen Einstieg. Ich wollte, da ja meine Baufähigkeiten gen Null tendieren, habe ich vor, wenn es geht, irgendwie eine kleine Hütte zu bauen oder sowas. Ein paar Kisten für Leute, die vielleicht gerade wieder als Bambi wiedergeboren werden und vielleicht dringend, was weiß ich, ja, Wasser brauchen oder sowas. Und da wollte ich halt so eine offene Kiste machen. Guten Morgen. Wo halt haltbare Lebensmittel drin sind, ein bisschen was zu trinken. Ne? Also hier ein paar Konservendosen, ein paar Chipstüten. Ich weiß nicht so genau, wie lange sich das da hält. Das Gänsefleisch zum Beispiel aus Samobor, das hält sich ja ewig. Also das hat immer 100%. Dachte ich mir, dass ich da vielleicht mal dort irgendwann hingehe in nächster Zeit und da mal ein bisschen Gänsefleisch hole, das dann in die Kiste tue, damit jeder, der halt an Not leidet, dort so eine Art, ja, kleine Schutzhütte hat. Und jeder kann dann halt dort was mitnehmen oder was reinlegen. Ne? Ich werde auch ein paar Racks reintun, hier desinfizierte Racks. Falls jemand vielleicht gerade von Püppis vors Maul gekriegt hat und ja nichts zum Verbinden hat oder sowas. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch an bestimmten Punkten auf der Map solche kleinen Notshelter einrichten. Wo man sich dann halt ja, sowas raussuchen kann, ne? Ein paar Racks oder was zu trinken oder sowas. Hey, gibt ja vielleicht auch Leute, die sind genauso verpeilt wie ich. Dass sie vielleicht manchmal vergessen, was zu trinken mitzunehmen und sowas. Ne? Und gerade hier ist das halt manchmal im Süden ein bisschen schwierig. Also hier würde es sich zum Beispiel anbieten, irgendwas zu trinken hinzustellen. Also die Kiste. Weil wenn du es so hinstellst, ist es ja weg dann irgendwann. Ne? Ich wollte hier mal hingehen. Hier ist ja was zum Looten. Und da das ja hier High Loot ist, hoffe ich mal, dass ich da irgendwie, ja, Pistole finde oder irgendwie sowas. Je nachdem, wie erfolgreich ich bin, ist hier unten noch ein Bunker. Ich habe hier aber nichts zum Zuhören. Ich meine, Scheiße. Oh nee, fuck. Warte mal. Ja, wenn es zwei sind, wird es unangenehm. Das wird nicht. Ja, jetzt haben wir die ganze Nachbarschaft aufgeweckt. Kommst du hier hoch? Oh, geil. Fett. Nur gut, ne, dass ich die Knarre gekriegt habe, ne? Ah, guck, genau deswegen. Ich glaube nicht, dass es der einzige ist, ja. Oh, hat sich selber schlafen gelegt. So, jetzt stehe ich ja natürlich richtig schön auf dem Präsentierteller. Oh, die Klamotten, Alter. Ich will mich ordentlich ausrüsten. Oh, sehr schön. Ja, ja, sorry übrigens, das letzte Mal, da klang, wo ich hier Mehrspieler war, klang, hat man teilweise ein ziemliches Echo gehört. Das lag an mir.
Weil man in solchen Situationen dann doch lieber mit dem Kopfhörer spielt, ne? Wegen der Quatsch und so. Oh, guck mal, hier ist ein Auto. Und es ist nicht verschlossen. Und es ist Mentos. Ja gut, es ist nicht verschlossen. Eigentlich schon. Ich glaube, ich habe ja irgendwie Adminrechte oder sowas. Deswegen komme ich ja in jedes Fahrzeug rein. Ah, ich bin in verkehrten Bude. Vögelchen? Was hast du hier in der Faust? Entriegelung erzwingen. Ich entriegele dich. Das Problem ist halt immer nur, das lohnt sich so gut wie nie. Da ist meistens nie das drin, was du willst. Oh nee, ja doch. Ich brauche also noch ein paar Schraubendreher. Oder so einen richtig schönen dicken. Und das war's. Und natürlich der Mopsheber des Grauens. Hier müssen sehr viele Damen herumlaufen mit einem frierenden Partiten. Die Armen. Aber irgendwie ein Knüppel oder eine Axt oder sowas, das wäre trotzdem eine geile Geschichte. Weil eine Nahkampfwaffe, das wäre schon eine geile Sache, ja. Eine Katzenkloschaufel. Ein dicker Rucksack? Ja, den habe ich mir doch schon gewünscht, seitdem ich ein kleiner Knopf war. Sekundärziel erreicht. Danke, lieber Rucksack. Mögest du doch lange genug hier liegen, als damit du dem nächsten hier was bringst. Eine Angelrute. Es wird ja mal hier. Da fällt mir ein, zum Verbinden, das sieht bei mir immer noch düster aus. Ich hab so das Gefühl, die haben das irgendwie runtergeschraubt, ne? Also die Racks. Hast du zwar immer noch so die Momente, wo du hier an jeder dritten Ecke hier Racks findest, aber ich hab irgendwie den Eindruck, ein bisschen seltener. Also nicht nur hier, sondern auch im Einzelspieler und so. Kann jetzt natürlich auch täuschen. Ja, da ist zum Beispiel wieder so ein Ding. So. Ich behalte den Alk lieber da, ne? Ist sowieso immer gut, wenn der Onkel ein bisschen Schnaps dabei hat, ne? Ein bisschen seine Medizin. Ich find's bloß blöd, dass er das immer auf den Boden schmeißt, statt dass er es gleich einsteckt, ne? Das irritiert mich, ne? Ich bin auch nur so ein bisschen verpeilt. Ich lasse das dann da liegen, ne? Am Anfang war das schlimm, hab ich die Waffen und alles liegen lassen immer. Unglaublich. So, mein Vögelchen, du hast dein... Das muss für jemanden, der hier vorbei, also der hier steht, oder sich irgendwo versteckt hält, der hört mich ja, wie ich ja quatsche und wie ich am Vorbeigehe, wenn ich vorbeifahre, hört er da quasi, wie ich da mit mir selber quatsche. Ja? Wie so ein Hilly. Oder ja. Ich stehe nicht gerade für seriöse Geistigkeit. Oh, guck, die Dicke hat eine Nadel dabei gehabt. Das nächste Nüsse. Ich höre merkwürdige Geräusche. Oh, guck dir die Locken von der an, hä? Das sieht aus wie ein Stahlschwamm, hä? Der schon ein bisschen zu lange benutzt wird. Ich brauch was zum Hauen. Ein Ei. Wir kommen der Sache näher. Aktivkohle, ja. Da können wir mal wieder schön kacken. Was hab ich überhaupt? Ach, ich habe ja nur noch die Gefangenenhose. Ich habe überhaupt ja noch mein ganzes Zeugs hier. Mein Bambi-Kostüm. Wenn ich die Leute täuschen wollen würde, würde ich mir eine Bauchtasche nehmen. Da würde ich meine Knarre reintun. Bloß geholster. Und in Bambi-Klamotten rumrennen. Ist natürlich fies.
Nee, Trainingshose brauchen wir nicht, aber jetzt haben wir wenigstens mal eine Jeans. Ja, jetzt sehen wir aus wie so ein kanadischer Rucksacktourist. Langsam verbessern wir uns und wir haben ja sogar auch schon eine Angelrute. Also viel kanadischer wird es heute, glaube ich, nicht. Nächster Versuch. Und hier muss man wieder aufpassen. Hier sind nämlich gerne mal Sprengpipis. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht nachgeguckt, wie viel Munition ich überhaupt noch im Gewehr drin habe. Allzu viel ist es bestimmt nicht mehr. 30 Schuss sind es, glaube ich, insgesamt gewesen. Doch, da steht jemand. Das sind bloß die Schuhe. Und ein Magazin. Desert Eagle. Ich nehm's mal mit. Ich schon eine Kicherbacke und wieder hoch ins Görbchen. Wo ist er? Das ist bestimmt in dem Waldstückchen hier, oder? Oder da latscht hier irgendwo rum. Scheiße hier. Alter, ich hab den gar nicht gesehen, weil er seine Schnauze gehalten hat. Ach, der irgendwie ignoriert er mich, hä? Die sind heute ganz schön chillig, habe ich den Eindruck. Alter. Das wäre jetzt übel geworden. Better safe than sorry. I just want my fucking arrow back. Kann sein, dass er noch einer ist. Oh, nur noch 5% hat der Pfeil. Ich hasse das. Eine taktische Armeehose. Wild, ja. Jetzt getroffen? Fuck! Wieso war die Tür offen? Ja, am Eisenspieler kann das nicht passieren, hä? Da guckst blöd. Wo ist meine Hose? Komm hier. Lass mal umrollen. Da, wenn das ein Sprenger gewesen wäre, hä? Da hätte Songbird aber schnell fliegen gelernt. Unfassbar, ja. Shit. Ich hab schon Panikklöppel noch, würden die noch einen Pfeil weggehauen, hä? Ich habe aber immer noch keine Schlagwaffe. Das ist ja unfassbar, hä? Ich hatte übrigens bei mir am Einzelspieler einen Bug. Und zwar bin ich schon seit einigen Tagen bei Handfeuerwaffen auf 100%. Aber das switcht einfach nicht weiter. Ich müsste eigentlich dann schon auf Könner sein, ne? Aber es bleibt auf 100%. Egal wie oft ich da mit der Pistole schieße. Eine Desert Eagle. So. Jetzt haben wir ein Magazin. Und die Waffe. Und eine Tech M9. Oh, Alter, das hat keine Kraft. Wo schießt da die Pfeile hin? Ich habe immer noch keine richtige Schlagwaffe, hä?
Ist das jetzt alles offen? Das sieht alles so offen aus. Moment mal. Nee, hier sind überall Schlösser davor. Genau. Sogar das Fahrrad ist abgeschlossen. Manchmal liegen ja hier eine Hand rum, ne? Die Pfeile kann ich ja vergessen. Aber so eine Sprengpüppi erwischt hast, dann sind die Pfeile von Arsch. Oh, ist ein Zweier. Erstmal gucken, bis Frau Flotter hier sich eingefunden hat. Wieso zwingst du mich dazu, Mutti? Warum? Wieso tust du mir das an? Du brichst mir das Herz. Diese unendlichen Qualen. Ganz schön viel Kiwis hier, hä? So gerade Saison oder verpasst hier was? Oh, eine HSSF-19. Meine derzeitige Favorite. Ach, da war jemand. Die dürfen Milfs immer. Das ist doch wieder so ähnlich, hä? Hallo? Oh, Glück, da war noch einer. Shit! So, du alte rostige Knorre, zeig, was du kannst. Und so klingt man, wenn man früher als Kind ein Meerschweinchen hatte. Ne Schrotze! Ist alles andere als mein Favorite, aber... Löser brauche ich jetzt nicht. Unter diesen Umständen nehme ich sie mit. So, tanken müssen wir jetzt nicht. Das war jetzt ein Schiss in den Ofen. Und zwar mit rußbedecktem Po. Ich bin das gar nicht gewohnt, ne, dass auf so einem Mehrspieler-Server einfach so die Bases hier am Straßenrand sind. Ne? Normalerweise geben die Leute sich da immer mega viel Mühe, die zu verstecken. Und am Ende... Weißt du ganz genau, du musst nur den Wald abgrasen. Es ist eigentlich auch ein ganz einfaches Prinzip. Man kann nämlich schon mit zwei, drei Leuten so ein... Scheiße. So ein ganzes Quadrat relativ einfach abarbeiten. Da stellt man sich einfach ein paar Rasterpunkte vor und jeder macht dann, geht dann die Rasterpunkte einfach ab oder fährt sie ab oder wie auch immer. Und da hat man innerhalb von... Ja, vielleicht anderthalb Stunden hat man dann ja so ein Quadrat komplett, je nachdem wie viele Leute man hat, abgerastert und dann weiß man auch ganz genau, wo hier im Wald eine Base ist zum Beispiel. Man kann natürlich ein Flugzeug klauen, das geht natürlich noch schneller. Am besten ist natürlich, wenn zwei Leute im Flugzeug dann sind, einer scoutet und einer passt auf, dass man nicht hier irgendwie, ja? Sagen wir mal so, einer sollte wissen, wie man das Ding fliegt, landet und startet. Ist das die Karre ja wegglitscht, hä? Was ist denn hier? Ich dachte, Kompass. Heil Hydra. Guck mal, hier wollte auch jemand was bauen. Oder hier war schon was gebaut und das ist jetzt schon wieder verfallen. Ich sehe ja nicht. Nee. Ah, guck mal, hier ist eine Flagge. Eine Böse. Oh, guck mal, ja, da, oh, hier, da oben, da liegt hier so ein Electric Repair Tool Set. Das Ding kann man öffnen? Ist das nicht fertig? Okay, wenn man es öffnen kann. Das soll wohl erst noch eine Base werden, oder was? Die Mützen, ich krieg die Krise. Was zu trinken? Ah. Loot ist gut. Oh ja, das sieht ein bisschen reddiger aus, hä? Wo sind meine anderen? Ja.
Ah, nee, jetzt packe ich das nicht alles um. Schwarzes Öl, nice. So. Ja, hier sieht das alles zugebrettert, zugenagelt. Ich habe schon so Dinge mit den Ohren zuzustoppen. Hier ist ein Bettchen, also wenigstens eine Matratze. Ja, sowas könnte man zum Beispiel als Notfallshelter hier nehmen, ne? Macht man draußen ein Schild dran, wo drauf steht Hostel oder Bates Motel. Also wenn man richtig viel Zeit hat. Was ist das Ding abgelaufen? Flagge übernehmen? Nee, das will ich nicht. Wenn man richtig viel Zeit hat, könnte man eine Axt. Thank you, Mutti. Ich beginne von neuem. Willkommen bei Scum. Ja, wenn man richtig viel Zeit hat, könnte man eigentlich, mal so aufs Gag, das gigantischste, das größte, das tödlichste Labyrinth bauen, das ein Spiel je gesehen hat. Das sucht man sich hier zum Beispiel so eine fette, ja, hier sowas aus, ne? Und dann natürlich alles aus hier mit solchen Holzpalisaden. Und dann macht man hier ein übelstes Labyrinth. Natürlich würde sich das dann lohnen, wenn man sich das vorher irgendwie skizziert. Also wenn irgendeiner dann dabei ist, der ein bisschen Ahnung hat von, ich will nicht gleich sagen technischem Zeichnen, aber der ein bisschen gut zeichnen könnte. Also so Striche und so. Ich bin ja schon raus, ne? Ich kriege ja nicht mal eine gescheite Sonne in der obersten Ecke. So. Dass man dann hier ein gigantisches Labyrinth macht. Und in diesem Labyrinth kann man dann Abenteuer erleben. Zum Beispiel, dass man da eine Hütte hinbaut, wo dann jemand ist, der einem dann eine Aufgabe gibt. Ja, und dann, dass man da hier so kleine Quests machen muss und sowas. Ne? Und dass man dann zum Beispiel vor drei Türen steht. Und wenn man vorher bei der Quest, bei den Quests, was soll ich jetzt erzählen, wenn man da die falsche Lösung hat, geht man zur falschen Türe rein und entweder wird dort gefangen oder es passieren noch grausamere Sachen. Zum Beispiel, dass da eine Sprengpipi drin ist oder sowas. Irgendwie, ne? Also so richtig, dass dann aber auch eine richtig geile Belohnung dabei ist. Ich sag mal so, wer hat sowas schon, ne? Aber da müssten dann auch wirklich viele dran arbeiten, weil einer alleine, also sagen wir mal hier, das Labyrinth erstreckt sich von dem ganzen Waldrandgebiet, schließt teilweise noch ein, zwei von diesen Häusern hier ein und das muss dann natürlich auch wie ein Labyrinth aufgebaut sein. Riesengroß halt. Und natürlich muss das dann auch gefilmt werden. Die ganzen Abenteuer, das heißt also irgendjemand ist dann mit der Drohne drüber und guckt sich das an, wie die Leute dann scheitern oder Erfolg haben und als Gewinn, was weiß ich, Geld, ein Auto, Waffen, erster, zweiter, dritter Platz, sowas halt. Aber das wäre natürlich extrem aufwendig, ne? Und Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Songbirds fort. Aber wir bräuchten eigentlich mal ein bisschen noch was zu essen. Feuerhammer. Ich ersetze. Und dann Desert Eagle. Ja, haben wir ja, ne? Aber keine Muni. Ich hoffe ja, dass ich dort welche finde. Hä? Was für ein dickes Ding. Und die Knarre ist auch ganz schön dick. Oh, was? Mein Gott.
Ja, tuffel dich aus hier. Komm. So, haben wir noch 9 mm. Ja, aber 45, die nützt mir nicht. 9 mm, gut. Ein kleiner Waffencheck. Wir haben jetzt noch 13 von 15 Schuss drin. Ja, das hatte ich doch auf die 3 geleckt, oder? Nee, hä? Als ob ich das erste Mal spiele, hä? Vielleicht würde es sich wirklich anbieten, wenn ich das Sturmgewehr mitnehme, ne? Weil mit dem Pfeil und Bogen da drin sind hundertprozentig irgendwelche harten Facker, Soldatentypen. Oh, da liegt ein totes Püppchen, oder? Jetzt ist es weg. Ja, die latschen manchmal die Puppen kaputt. Das ist die. Normalerweise tun sie den nicht, aber wenn sie den im Weg rumstehen, machen die platt. Oh, das sind wieder Puppen. Und der Sprenger. Ja, den muss ich erstmal weg. Dingsen. Scheiße. Das war kein Sprenger, der ist dort im Busch. Scheiße. Und ich habe keine Muni mehr. Aber der Onkel hat ja eine Axt. Der Papa wird's schon richten. Wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, dieses gute Stück. Nun, 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 nun. Hä? Kleiner Holzstock. Wieso kann ich jetzt hier keinen... Hä? Wieso kann ich da keinen Pfeil machen? Holzpfeil. Muss ich jedes Mal die Axt in der Hand nehmen? Tatsache. Ich muss den Sprenger loswerden. Weil ich habe keinen Schalldämpfer, keinen Garsch. Und selbst wenn, der Sprenger ist so nah an diesen Buden, das würde der hören. Obwohl, der wäre dann ziemlich nah dran und würde dann anfangen zu ticken. Aber ich will mich nicht darauf verlassen, dass er nicht vielleicht doch irgendwie durchglitscht oder sowas. Jetzt ist der weg. Oder nee, warte mal, da ist noch einer. Der läuft jetzt den Bot genau in den Weg rein. Wir sehen, was passiert. Man ignoriert sich gegenseitig, ja? Und das kommt dabei raus. Aber solange wie der Sprenger noch hier rumeiert. Warte lieber. Meine Stimme ist gleich in den Süden geflogen. So ein Schreistabbusch. Ach, ich habe einen grünen Rucksack, jetzt müsste alles rausreißen hier. Und meine Clownsmaske. Ich bin ein Clownsbusch. Alles gut. Ich stehe schon seit dem letzten Pleistozän hier. Wäre echt lieb, wenn der Sprenger in den Weg vom Bot laufen würde. Wäre echt nice, wenn du sofort stirbst. Nice, ja. Wäre nice, wenn du treffen würdest. Oder richtig die Rippen, hast gehört? Ja, jetzt hab ich die Schrotze in der Karre, jetzt hab ich Schrotzmuni. Immerhin. Was guten Pimmel. Abend. Und eine HSF 19. Die nehme ich dann auseinander. Da
dann habe ich trotzdem kein Magazin dafür. Das ist ein Gepuzzle immer, hä? Wahnsinn. Guten Pimmel. 9 mm Muni. Ja, so langsam geht der Shit in die Richtung, die ich mir vorstelle. Na, das nicht. Das ist jetzt schon die 20. Leuchtfackel. Aber damit könnte ich vielleicht den Sprenger ein bisschen ablenken. Ja, komm her mit der Muni hier. Jo, Schrott. Allein deswegen lohnt sich der Weg hier. Blüm. Ich habe hier keine Ruhe, wenn der Sprenger hier ist. Regenmantel. Regen. Der Sprenger. Der muss dem Bot in den Weg laufen. Sind. Jo. Kompass. Ich weiß wieder, wo Norden ist. Tschüss. Wo ist der Haken? Apropos Haken, für mein Angelgedöns. Für die Wahl. Ja. Jetzt, wenn ich das Magazin mitnehme, da habe ich dann wieder die Wahl nicht. So, 9 mm. M9 Magazin. AWM Suppressor. Nehmen wir auch mal vorsichtshalber mit. Endlich mal ein Kneif. Grundausrüstung leid. Schon mit der 45er. Eine AKS. Selbe Bümsen hier. Ach, diese Kack. Holzpfeile. Oh. Oh, genau ins Ei. Und das war geil, hä? Oh, der letzte Pfeil. So, wir kriegen jetzt die Böhm her. Noch eine AKS. Und ein Köcher. Da können wir die andere AKS rein tun. Da kann ich die eine kaputt machen und die andere richtig schön auf rumpeln. Was will ich mit Schießpulver? Ich kann auch nicht mal aus dem Busch rauswinken. AK-15 Magazin. Eine Tech M9. Wo sind die? Da. Scheiße. Die nehme ich auch mit. Ich kann dann nämlich die Waffen auseinandernehmen und dann die Zwillinge reparieren. Oh. Oh, hab ich dich geweckt. Ui. Oh, die Airbag hier. Sag mal. Ja. Noch jemand? Ich will das gar nicht. Die zwingen mich ja dazu. Das habe ich aber im Einzelspieler auch. Da wirst du zugeschissen mit AS-Wahl-Magazin. Und dann hast du die AS-Wahl und dann kriegst du immer keine Magazine mehr. Für die AKM. Ich muss mir langsam jetzt auch mal eine Platte machen, wo ich mich dann auslocke, ne? Im Wall. Unter Wölfen. Ja, komm. Ich läuf ösen rum wie so geplatzter Frosch, hä?
Vorhin sind die so schön synchron gelaufen, aber jetzt nicht mehr, hä? Jetzt kommt erst der andere. Na, Humpel Herbert, komm. Oh, nicht gut, Fenster. Schaffe ich das? Nee, hä? Nee. We did it! Ja, das hat sich lootmäßig ja mal richtig gelohnt. Ich stelle sie gar hier her. So. Ach nee, Moment. Die Autos haben leider den Drang zum Wandern. Die rutschen dann immer mal so ein bisschen hin und her. Und da kann es auch mal sein, dass die in den Häusern feststecken dann und jemand die irgendwie nicht mehr so richtig gut rauskriegt. So. Meine Fresse. Da haben wir uns aber gegönnt. So. Jetzt nehme ich die hier auseinander. Aber er ist nicht wirklich gut hier im mechanischen Ding hier, ne? Das merkt man. So. Reparieren. Okay. Ja, das müssen wir. Ach, das lassen wir liegen hier. So, Moment. Können wir denn hier das Scope schon draufsetzen? Nee. Ja, bei manchen brauchst du keinen Aufsatz, bei dem schon. Weg. Da können wir die hier auch gleich aufbauen. Nicht! Aufbauen! Vögel! Scheiße. Mein Gott. So. Weil für die habe ich ja wenigstens ein paar mehr Magazine. So, vorne ist hinten auch. Die Trisch haben wir. Also einen Nahkampfwaffe haben wir ja auch erstmal. Ich wollte in Ruhe hier pennen. Schade, dass man die hier nicht rausschleppen kann. Muss ich auch noch rausziehen. Weil nur dann ist er tot. Habe noch nie eine nackte Pipi rumrennen sehen. Schnaps. Ich will mich immer gut verbunden wissen. Oh, Pflanzenöl. Ganz wichtig. Wenn du hier jetzt so eine große Standfackel machen willst, hä? Gott, warum brauchst du da Pflanzenöl? Ich verstehe es nicht. Damit es besser flutscht oder was? So. Das Auto versteckt. Ich meine, es kommt ja jetzt eh keiner rein, aber... Nö, hier ist nicht. Mir ist ziemlich warm. Freut mich für dich. Deinem Cousin ist es immer kalt. Oh, das darf ja nirgendwo fehlen. Ein mopsiger Halter. Ich glaube, also jetzt sammle ich die Bolzen nicht ein, aber ich kann mal gucken. Wenn hier eine Schaufel wäre, könnte ich ja hier wenigstens mal eine Kiste machen und die verbuddeln, hä? Das wäre doch mal eine nice Idee. Aber leider ist ja keine Schaufel. Nur eine Zange habe ich gesehen und den Hammer. Kann man sich nicht zur Not irgendwie mit der Hand irgendwie ein Loch graben? Oder mit der Stange? Ich gucke jetzt mal, ob ich dort eine Schaufel finde. Dann versuche ich mal, wenn wir nehmen ja schon wieder eine Weile auf, dann versuche ich mal irgendwie mir eine Kiste zu bauen. Und die dann irgendwie zu verbuddeln. Und ich glaube, dafür braucht man Nägel, aber keine Bolzen. Ich nehme es jetzt mal mit. Nägel. Weil ich so schön mich und so leidenschaftlich bin. Und wir wollen doch heute niemanden mehr küssen, also Knobi. Fällt mir ein, ich war heute noch nicht einmal pullern hier, ne? Aber das wäre auch ein bisschen ungünstig, ich habe meinen Pimmelwärmer an. Dirtiness. Mal gucken hier. Dirtiness?
Der Pimmel, der Eierwärmer hat Dirtiness 0. Dafür sind sie Sockendrecks. Ich will nicht dran riechen wollen. Aber der Pimmel, oh, hier. Hä? Jetzt noch eine Angelrolle. Das war ein Zufall. Eine Schaufel. Ja, genau, die brauchst du doch, sonst kann man nicht drauf graben, hä? Ja, natürlich sieht das dann jeder, dass ich hier was verbuddelt habe. Scheiße. Da liegt eine hier, ich sehe das krampfgeäderte Bein. Ach, Omi hat ja, Omi hat ja nirgends so was hier. Dann keine solchen so nicht, hä? Das muss die Oma auch noch plätten. Das mundet mir gar nicht. Können wir gleich mal die Schrotze ausprobieren. Omi! Hat du Kartoffelsalat gemacht? Schlafe, Omi, la 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 la, la 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 la. Wieso kann man hier keine Leichen vergraben? Ich brauche noch Nägel und keine Lupe. Ich hab Geld, das kommt mir schon aus der Puppe. Hast du vielleicht Nägel, Oma? Hast du was zum Nageln? Hast du? Nein, aber sie hat eine kurze Hose. Die sexy Oma. Und die Oma hat einen Schulranzen. Oma macht mir Angst. Kurze Hosen, Schulranzen. Guck dir diese gigantischen Dinger an, damit kannst du doch kiloweise Melonen kaufen. Unglaublich, aber Nägel hat sie gerne. Omi, was sind deine Priorities? Ich bin's doch. Wer? Ne, dein Enkel. Mein Enkel? Der ist doch vor 10 Jahren, ist ja doch ausgewandert. Nach Habapupuland. Ich bin wieder da, Großmutter. Ich habe dir etwas mitgebracht. Und was? Erzählungen. Viele Erzählungen. Ich Trottel hab meine Schaufel bei Oma vergessen. Alter, echt jetzt keine Nägel? Das ist doch nicht wahr. Das kann nicht sein. Es ist aber so. Ich brauche nur noch einen einzigen Nagel. Jetzt gibt er mir alles, was er im Portfolio hat, außer einen Nagel. Wir warten in Oma nochmal. Braucht die Schaufel. Alter, echt jetzt. Ich finde keine Nägel. Es wird dunkel. Ich habe eine Kerze. Es wird hell. Mach mal Licht an, mein Kleiner. Ist so grün, hä? Ritter? Ein anderes, ein dunkleres Grün. Eine Trackerjacke. Ich brauche einen Nagel, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, sonst wirst du zugeschissen mit Nägeln. Oh. Seuchenvogel, Songbird. Das passt. Das wird ja immer besser, ja. Es sind Nägel. Ein Nagel. Halleluja. 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 So, jetzt brauchen wir ein Seil. Schnibbelibib. Oh, ich mache wieder eine Spätschicht hier, das gibt's überhaupt nicht, hä? Da denkt man mal, das geht übelst fix hier. Aber nee, scheiße schon. Was brauchst du? Nee, Dingsbums. Oh, da läuft ein Event oder was? Oder nee, ist gerade geplant, oder? Hab ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Irgendwas mit PvP oder so, hä? Aber nicht mit meiner Bewaffnung. Alter. Bogenschießen, Anfänger, 0.
Handfeuerwaffen 10, laufen, fahren. Ich habe ja fast alles auf 0%. Was habe ich denn überhaupt gemacht hier? Überlebensfähigkeit, keine Fähigkeit. Ja, das habe ich gesehen. Das ist das Highlight. Die machen schön PvP und ich mache eine Kiste. Der Pestvogel. Wart's nur ab, bis ich meine erste AWP oder sowas hab, ne? Oder die Hand. Kann ich schön damit protzen, bevor ich geheadshottet werde. Nicht ans Auto hauen, bitte. Du Vogel. Ist das ja pupsdunkel. Ich weiß gar nicht, kann... Setting time of day at 5. Ja. Hab ich jetzt schon? Ja. Ja sagen 4, nein sagen 0. 32 Sekunden, gleich wird's wieder hell. Siehste? Man muss nur genug jammern und Füßchen strampeln. Hä? Dann wird alles gut. Ich baue hier in Ruhe eine Truhe. Hä? Und die geben es hier da gepflegt vors Maul. Aber wartet's nur ab. Jetzt. Zell. Hä, das fetzt. Als ob Gott ein Demokrat wäre, hä? Gott sprach, wollt ihr es hell haben? Nü, nü, und schwupps. Das ist doch Demokratie gelebt hier. Oh, ist schon offen. Ja, schön. Geh weg. Ja. Der geneigte Zuschauer weiß dann natürlich auch, wo der Scheiß ist. Ihr könnt euch ja draus fliehen. Ich tue nämlich auch was rein, keine Angst. Ich packe in meine Kiste einen Kompass, ein holographisches Visier, eine Flasche Schnaps und eine Desert Eagle mit Magazin. Da. Und dumm rein. Ich bin nicht gierig. Nicht, wenn die Kamera läuft. Was vergessen? Komm hier, die Kerze schenke ich auch noch. Also wenn es einer holt, holt es einer. Ne? Und noch das bisschen Seil. Ich bin Gönjamin, der Barmherzige. Ich lese den Spruch oft, aber gesagt hab ich noch nie. Das klingt gleich richtig feierlich hier. Oh, komm hier die Latte noch näher. Moment. Bis ich helfe ihn. Bin noch in der Karre? Das ist... Weißt du, es ist dunkel, du gewöhnst dich dran und auf einmal wird's hell, hä? Das ist, als ob du im Dunkeln auf dem Klo sitzt und auf einmal ruppt einer der Türe auf und knipst das Licht an, hä? Gerade während die Wurst so schön rausgedrückt wird. Ja, da ich ja ein bisschen doof bin. Warte. Ich brauche irgendwie, also ihr, braucht ja irgendwie eure Anhaltspunkt. Nee, okay, hier, genau vor der Bude. Oh, Namen eingeben. Doof, wenn man ein bisschen doof ist. Gönjamin. So. Vergraben. Oh, jetzt kann ich mal gucken, wie viel Kraft der da überhaupt macht. Ja? 1300 Gramm. Und weg ist es. Oh, es ist auch gleich fertig. Wie unauffällig, hä? Als ob man seinen Hamster verputtelt hat. Ich habe das Gefühl, die brauche ich irgendwann noch. So. Mein Angelgedöns.
Kann auch rein. Ja. Das ist jetzt erstmal der Bums für heute gewesen. Ich brauche natürlich noch ein bisschen mehr Stuff. Ne? So ein bisschen Armeeklamotten, vielleicht hier eine Panzerung. Also stichsichere Weste habe ich ja, glaube ich, schon am Start. Hä? Genau. Gut, im Einzelspieler nützt ihr dir nicht, außer die Puppen, die haben hier so mega lange, pompöse Fingernägel. Aber hier kann es natürlich schon mal sein, dass mal jemand hier mit einem Speer oder mit einem Messer auf dich zugerannt kommt. Und da lohnt sich das bestimmt. Ansonsten morgen mache ich mal einen von den Bunkern. Entweder den, der ist ja klein in der Nähe, da kann ich auch hinlaufen. Hier ist noch PvE-Zone. Oder wir fahren hier hoch. Schön, jetzt brauche ich nicht mehr schlafen gehen hier, hä? Guten Morgen, wo ist der Kaffee? So, Auto kann stehen bleiben. Ich werde mich jetzt hier... Ist das hier nicht Großoma gewesen? Ne, die Milf war woanders, hä? Das war ja der Duschkamerad. Mit seiner verkeimten Klitsche hier. Die hier ist klebrig. Lop. So, das sieht aus. Wo das losging mit Corona, wollte ich mir eigentlich auch so eine Pestmaske holen, hä? Da war man ja noch frei in der Auswahl der Masken, hä? Aber das war ja dann schon wieder zu individuell, also musste man dann wieder alles einheitlich machen, ne? Tja, so ist das. So, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.